Chest Day und ein Energy Cake Original. Der Tag fängt ganz gut an. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wer das letzte Video gesehen hat, weiß Bescheid. Ich muss heute eigentlich ein Paket abholen, aber ich werde es heute wieder nicht schaffen. Deshalb hasse ich das so, wenn das Paket nicht beim Nachbarn abgegeben wird oder zur Packstation gebracht wird, sondern zu so einem Kiosk. Und man halt nicht einfach nachts bzw. später am Abend einfach hingehen kann und das abholen kann. So muss ich halt immer zu den Öffnungszeiten hingehen. Echt nervig. Und mega witzig irgendwie, dass jedes Video momentan mit dem Energy Cake Adventskalender beginnt. Es ist auch einfach mega geil, jeden Morgen einen Energy Cake zu haben. Jeden Morgen einen Energy Cake. Richtig geil. Übrigens überlege ich gerade, ob ich meinen Bart wieder zum neuen Jahr wegmachen soll. Wieder so ein Bart los ins neue Jahr, könnte man eigentlich mal wieder machen. Wenn ihr meint, ich soll den Bart lassen, schreibt einfach Hashtag Bart. Und wenn ihr meint, ich soll dieses Bart los, also ich soll meinen Bart abrasieren, dann schreibt ihr einfach Hashtag Bart los. Und dann werde ich ungefähr sehen, ja, was eure Meinung ist. Im Endeffekt ist es ja eh meine Entscheidung so, aber es wäre ganz cool so, auch von euch die Meinung zu wissen. Es gibt ja immer die, die sagen, ja, ist viel zu lang, mach es ab. Es gibt immer die, die sagen, ja, ist viel zu kurz, lass noch länger wachsen. Ich finde ihn aktuell auch schon ein bisschen zu lang, ungepflegt. Ich könnte ihn natürlich auch wieder ein bisschen chilliger, kürzer machen, so ganz entspannt, aber wenn dann komplett ab, keine Ahnung, mal gucken. Ich überlege es mir, aber das ist auch nicht so wichtig, denn das Wichtige ist heute Chest Day. Heute wirklich nur Brust, weil ich ja gestern Arme trainiert habe, wie ihr bestimmt wisst, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Und ja, heute nur Brust, einfach nur ein paar Übungen schön durchballern. Die Ernährung läuft momentan auch mega nice, muss ich sagen. Richtig geil, freut mich. Und ich bin gerade am überlegen, wie ich diesen Trainingspart einbinde. Soll ich wieder Voice-Over machen? Eigentlich wollte ich kein Voice-Over machen, weil ich letztens schon ein Voice-Over gemacht habe. Soll ich wieder Vlog-Style, das heißt zwischen den Übungen einfach ein bisschen labern? Oder wieder ein paar geile Aufnahmen im Motivations-Style, das weiß ich noch nicht. Ich brauche immer diese Abwechslung, das heißt, wenn es immer gleich ist, dann wäre es halt mega, ja, halt mega gleich so, ne? Ich finde halt immer so diese Mischung geil, wenn man mal so eine Abwechslung reinbringt, zum Beispiel ein Voice-Over oder mal so, ja, chillig einfach die Kamera anmachen, Vlog-Styles, einfach so eine Übung zeigen, wie zum Beispiel mit dem Training von Rafa und Nils. So meine ich das halt in diesem Vlog-Style, wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab. Lange Rede, kurzer Sinn, der Energy Cake ist auch das Einzige, was ich heute gegessen habe. Hätte eigentlich noch Bock auf irgendwas zu essen, aber vor dem Training will ich eigentlich nicht mehr so den Magen vollschlagen. Deshalb würde ich sagen, auf zum Kraftwerk. So, mitten im Training, richtig geil. Also es ist richtig geil, mitten im Training zu sein. Bernhard macht hier seinen chilligen Satz. Nils ist auch am Start natürlich. Ja, ein bisschen, ja, einfach nur ein bisschen Brust trainieren. Warum habe ich hier überall Gegenlicht, Alter? Ja, ein bisschen Brust trainieren. Ich mache hier ja nur Brust. Nils auch, Bernhard auch. Nee, ich trainiere nur Schultern. Ich kann nur nie mal im Leben Brust trainieren. Ja, ich glaube, das brauche ich auch auf jeden Fall. Immer nur die Schulter. Everyday Shoulder Day. Merkt euch das. Ja. Mir tut natürlich wieder das schwerste Gewicht. Na gut, nicht das schwerste, aber. Ja, so. Schon schwer, ne? Schon schwer, so. Brauchst du noch einen? Ja. Ja, den nehme ich auch noch. Das Training ist durch und ich muss sagen, aktuell macht mir dieses Kurzhantel hantieren. Mega Bock und hier ist gerade übelst viel. Die Kamera war gerade ein bisschen beschlagen, deshalb muss ich gerade ganz kurz liften. Und ja, wie gesagt, Kurzhanteln machen mir übertrieben Bock gerade. Also Kurzhanteln, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, so generell. Ich habe halt Schrägbankdrücken als erstes gemacht heute, war richtig nice. Ich habe, glaube ich, einen schweren Satz gemacht und dann habe ich nochmal einen leichteren gemacht, also so mit 30 Kilo. Der schwerste war mit 40 Kilo, mega nice, also hat richtig Bock gemacht. Dann habe ich Negativbankdrücken noch gemacht. Ich habe alles gar nicht mehr gefilmt, wie ihr gemerkt habt. Also nur die Aufmerksamen haben es natürlich gemerkt. Eigentlich fast alles wie im letzten Voiceover gezeigt, also Schrägbankdrücken, Kurzhanteln, Negativbankdrücken, auch nur so mit 80 Kilo ein bisschen durchgepumpt. 8 bis 10 Wiederholungen geschafft, ist schon schwer. Zweite Übung bei mir, 80 Kilo. Dann die White Chest und dann noch Flies ganz am Ende. Also mega entspanntes Training, aber es war hart. Man kennt Nudeln und man kennt Schafskäse und man kennt ein bisschen scharfe Soße. Chillige Mahlzeit, die werde ich mir schmecken lassen. Und dann werde ich noch ein paar andere Sachen essen, also nicht spektakulär, ein paar Riegel vielleicht noch, also Proteinriegel. Ich weiß nicht, ob ich mal wieder extra was kochen werde. Also ich habe ja jetzt das schon gekocht. Ja, mal gucken, wenn ich Bock drauf habe, warum nicht. Ich muss mich gleich auf jeden Fall umziehen, duschen. Das muss ich alles noch machen, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt mega Hunger, deshalb würde ich sagen, guten Hunger. Was macht man, wenn man zu viel Reis hat und zu wenig Hähnchen noch übrig hat? Man macht sich einfach Spiegelei dazu mit Käse. Ah, verbrannt. Ah. Au. Natürlich macht das nur Armee so. Ich hatte jetzt keinen Bock, extra nochmal Hähnchen zu schnibbeln und das zu braten. Spiegelei gehen doch ein bisschen schneller als Hähnchen, muss ich sagen. Und hier habe ich noch 4 kleine Mini-Stückchen drin, habt ihr gesehen. Dazu einfach noch 2 Spiegeleier rein, einfach rein damit. Schmeckt auch mega nice. Nachher mache ich mir wieder den Quark mit Himbeeren und Zimt. Das ist so übertrieben geil, das schmeckt unnormal Bombe. So als Nachtisch. Ich bin aber nicht so der Typ, der direkt nach dem Essen einen Nachtisch braucht. Manchmal hat man schon Bock drauf, manchmal aber nicht. Ich werde den Quark später essen, weil das schon ziemlich viel Reis war, was ich essen werde. Den Quark gönne ich mir auch. Vielleicht noch mit ein paar Nüssen drin, keine Ahnung, mal gucken. Heute hat es nicht so übertrieben viele fette Eier, haben ein bisschen Fett, Energy Cake und meinen Schafskäse. Sonst hat er eigentlich nicht so viel Fett. Vielleicht ganz, 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 vielleicht
vielleicht mache ich mir noch so ein Müsli abends, wenn ich irgendwie Hunger bekomme oder so. Oder wenn ich noch Bock drauf habe. Beziehungsweise wenn ich noch Hunger habe, habe ich mega lange nicht mehr gegessen. So ein geiles Müsli, weil mein Frühstück aktuell aus Energy Cakes besteht. Und ja, ich würde sagen, das gönne ich mir. Und ich würde dieses Video an dieser Stelle eigentlich auch beenden. Mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen, nicht zu erzählen. Ich habe überlegt, ob ich das Paket noch abhole in diesem Video. Aber ich denke mal, ich werde das im nächsten Video machen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, chillige Vlog gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Und ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen im Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut. Und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und auch beim Gaming-Kanal vorbeiguckt. Da kommt auf jeden Fall ein Video online die Tage, weil ich heute Abend auf jeden Fall was filmen werde. Und ja, bis zum nächsten Video.